Ja, Leute, willkommen zu einem neuen, wunderbaren Video. Ihr habt alles richtig gemacht, ihr seid bei Colin Dennis TV gelandet. Heute gibt es ein schönes Video für von über unseren Partner Klasmo. Wir haben hier den Apfeleistee. Klasmo ist nämlich drauf gekommen, hat ihre coolen Hauptsorten, nämlich die ersten beiden, Apfel und Melone, auch ohne Koffein rausgebracht. Was richtig nice ist, cooler Vitamindrink, ohne Zucker, vegan. Wir probieren das Ganze mit euch aus. Jetzt sind zurück. Jetzt geht's ab mit Klasmo. Ja, Klasmo ist auf die grandiose Idee gekommen. Ich finde es nämlich wirklich cool, ihre beiden ersten Hauptsorten quasi, nämlich Apfel und Wassermelone, ohne Koffein rauszubringen. Die beiden Geschmäcker sind so geil, wenn man es dann ohne Koffein hat, man sich da so zwischendurch auch mal einen reinorgeln kann. Finde ich das schon richtig nice. Das Wassermelonen-Video findet ihr schon auf unserem Kanal. Guckt einfach mal rein durch die Playlist von Klasmo zum Beispiel. Genau, und sonst einfach hier liken, abonnieren und dann geht's ja auch, ob dann kriegt ihr alles mit, was ihr so raushauen. Das wäre jetzt eure Aufgabe, während wir hier den coolen Drink anmischen. Ja, wie gesagt, es ist vegan, es ist ohne Zucker und geschmacklich, ja, Klasmo bis jetzt ist eigentlich so ziemlich alles geil, was da so kommt, ne? Man muss sagen, der Booster in Apfel ist schon richtig krass. Das war schon eine richtig geile Sorte. Auch der Test ist natürlich bei uns drauf. Jetzt bin ich wirklich gespannt, ob hier die Sorte ohne Koffein irgendwie. Na, das ging ja schon mal ab. Oh, ich krieg das noch hin. Erzähl, ignorier's. Ich bin echt gespannt, ob eben der Geschmack sich so ein bisschen verändert. Ja. Die Melonensorte ohne Koffein, glaube ich, fanden wir damals sogar fast noch einen Ticken intensiver und besser wie die Gaming Booster Variante. Deswegen, so ein schöner Apfelgeschmack, habe ich richtig Bock drauf. Das war richtig satisfying. Oder? Das setzt der ganze Rand ab, ist beim 20. Versuch. Hätte es beim ersten Mal geschafft. Noch nicht mal. Alter! Warte, den Rand will ich abmachen. Lass ich da den einen Löffel so reinplumpsen. Und hier fehlt erstmal ein halbes Kilo Pulver dann in der Kasse. Gefühlt drei Drinks schon mal draußen mischen. Okay. Wir testen wie immer mit stillem Wasser ein paar Eiswürfel. Herrliches Grün, guckt euch das an. Herrlich! Das sah schon wieder so aus, da, als ob. Ja, weiß ich auch nicht. Mal schütteln. Ja, ja, aber. Noch mehr. Ich glaube, wir hätten das beim letzten Mal leider auch schon. Wie gesagt, Sorte ist ohne Koffein. Colin kann erstmal zuschlagen. Die Farbe ist schön angenehm grün. Stehen lassen. Fröhlich grinsen. Also dann Klasmo ohne Koffein, saurer Apfel. Eistee, Prost. Ich freue mich. Ja, das ist schon geil. Das ist schon geil, muss man sagen. Richtig schön fruchtig, schön apfelig, schön wirklich ein bisschen eine saure Nummer, ne? Mhm. Aber auch nicht so, dass sich alles zusammenzieht. Das könnte man auch mal vergleichen, ne? Es ist schon ein bisschen bitter. Ja? Finde ich schon. Wenn man einen größeren Schluck nimmt. Doch. Also ich finde es ganz cool. Geil ist es. Schöner, erfrischender Drink, schön fruchtig, schön sauer. Ich finde, es schmeckt schon sehr nach so grünem Apfel. So Granny Smith mäßig. Ich glaube, der Booster-Variante steht es in nichts nach. Schmeckt genauso geil. Ja, krasse Nummer. Hoffentlich, also da habe ich richtig Hoffnung, dass da noch mehr kommt. Es ist jetzt lange nichts gekommen. Die haben so viele Booster-Sorten rausgehauen. Es müsste auch mal wieder eine schöne Eistee-Sorte kommen. Hier zum Beispiel der Granatapfel oder so. Oder ne? Gerade die neuen Sorten wären auch richtig geil eigentlich. Vielleicht arbeiten sie gerade dran. Wer weiß ja schon, wir werden es bald erfahren, denn bei Klasmo geht es Schlag auf Schlag. Da kommt ja gefühlt alle 4 Wochen was. So, ne? Schon geil. Gut, die Nummer hier ist auf jeden Fall geil, ne? Kann man immer dazu bestellen, gut, finde ich. Also wir haben auch da letztens erst eine Dose Melone nachbestellt, weil man das halt so ganz gut nebenbei wegtrinken kann. Echt super, echt lecker. Kommen wir zur Bewertung. Wir bewerten hier von 1 bis 10. 1 ist schlecht, 10 ist volle Punktzahl.
Gut, Colin, was hast du denn dazu? Wie würdest du bewerten? Also ich schwanke zwischen einer sehr guten 8 oder einer eher schlechteren 9. Und ich würde dem Ganzen die schlechtere 9 geben. Ja? Ja. Weil? Weil sie noch eine Begründung haben. Weil es schön bitter ist und nach Ananas schmeckt. Weil es... Okay, jetzt kommt die glasklare Begründung. Es ist halt einfach so. Schmeckt schon gut, ne? Schon eine coole Nummer. Ich überlege jetzt aber irgendwie, also ne, eine 10 ist es nicht. Dafür fehlt irgendwas, eine 9, eine 8. Da irgendwo pickelt sich das so ein. Es hat so eine ganz leichte Bitternote irgendwie am Ende. Das stimmt schon. Je mehr man trinkt, kommt das auch so, habe ich das Gefühl. Ich finde den Geschmack so allerdings ganz geil. Ich finde die Idee ganz cool, ohne Koffein die Hauptsorten rauszubringen. Dann schließe ich mich dir an. Von mir gibt es dann auch eine 9. Zur 10 fehlt irgendwie so der letzte Funke, der überspringt. Irgendwie. Aber es fehlt echt nicht viel. Es schmeckt einfach echt schön fruchtig, schön sauer, das schön eisgekühlt. Bombenerfrischung, Bombendrink, ordentlich Vitaminpower, die man sich reinholt. Finde ich schon geil. Ja. Wenn ihr ein bisschen sparen wollt und uns unterstützen wollt, könnt ihr einfach mal im Shop den Code Colin und Dennis eingeben, damit ihr 10% Rabatt bekommt. Genau, und auf die komplette Bestellung, falls ihr Neukunden seid, Ersttäter, nehmt ihr einfach Colin und Dennis 20, da kriegt ihr bei der ersten Bestellung 20% Rabatt. Bei Klasmo ist es ganz cool, die haben alle Sorten als Probepacks. Kann man sich also mal munter durchprobieren für ein paar schmale Taler. Ich finde die Designs von den Shakern total ultra geil. Krass. Ich liebe diese Schrift. Ein Schlingel, der irgendwas da in unserem Logo wieder erkennt. Vielleicht hat man sich da inspirieren lassen, weil ich so geil finde. Ja. Guckt einfach mal rein, wenn ihr euch vorher eine zweite Meinung einholen wollt. Guckt durch unsere Playlist, wir haben alle Sorten von Klasmo probiert, die es zurzeit im Shop gibt. Alle sind getestet. Dementsprechend einfach mal reingucken. Falls ihr die Codes hier guckt, in die Videobeschreibung, da sind Links, Codes, bla bla bla. Auch mal reingucken, aber ja. Ja. Ihr kennt es von uns. Ehrlicher Test, ehrliche Meinung. Wenn ihr euch das bestellt und ihr seid ein bisschen nur Apfelfan, werdet ihr begeistert sein. Ganz ehrlich, schmeckt richtig geil. Kein störender Nebengeschmack. Kein störender Nebengeschmack ist auch nicht richtig. Wir haben gesagt, vielleicht so eine ganz leichte Bitternote. Ich glaube aber auch so ein saurer Apfel. In der Schale oder so, da hat man das einfach. Man hat da so ein bisschen eine Bitternote auch bei, nachdem, wenn die Frucht weg ist und ausgelutscht ist. Dementsprechend ist es trotz des knalligen Geschmacks irgendwie doch noch auch ganz gut Richtung Frucht getroffen, muss man auch sagen. Es ist schon richtig cool umgesetzt. Klasmo, falls ihr noch einen Tipp wollt, irgendwie finde ich dieses Eistee komisch, weil da kein offensichtlicher Tee drin ist. Ich habe nichts gefunden. Schreibt hier in den Kommentaren, falls ihr es irgendwie anders gefunden habt. Ja, aber gut, Vitamindrink ist belegt, Hydration-Drink hauen zwei Firmen schon raus. Irgendwas muss man sich ja einfallen lassen. Gut, auf jeden Fall brauchen wir mehr Sorten ohne Koffein. Unbedingt. Ja, richtig geil wäre das. Buru Berry oder hier die Exotik ohne Koffein wäre echt ein Game Changer und wäre richtig geil. So viel nur als kleiner Tipp am Rande. Gut, falls ihr Bock auf uns beiden habt und noch ein paar Videos gucken wollt, guckt einfach mal ein bisschen durch den Kanal durch. Setzt die Glocke, lasst ein Follow da, liken, kommentieren. Du bist so ein bisschen wie das Getränk. Der letzte Funke fehlt, ne? Ihr könnt liken, abonnieren, die Glocke aktivieren und Klasmo inhalieren. Bis dann, Leute. Tschüss. Tschüss.